hoffe, dass die Hexe nicht hinterherkommt. So, hatten wir hier nicht... Wir hatten doch... Also irgendwie nach dem letzten Minecraft-Absturz, wo ich hatte, sieht's hier ein bisschen arg anders aus. Gut, ich werde auf jeden Fall mal nach da. Gut, da ist nix. Wir werden dann in die andere Richtung laufen. Auf jeden Fall werden wir hier mal zumachen, damit uns keine Überraschungen hier von hinten... ja, genau. Mit der Axt funktioniert das einwandfrei. Jetzt müssen wir da oben noch was reinhauen. So, dann kommt auch keine Spinne hier durch. Außer eine kleine. Und eine kleine ist dann nur in den Minen drin. Gut. Dann laufen wir mal hier weiter. Kohle könnten wir auch noch brauchen. Das holen wir uns nachher. Ich höre gerade schon wieder einen Enderman. Aber ich glaube, der ist über uns. Ey, eine Schaufel hast du in der Hand. Ich habe mal ganz ehrlich, die gehört mit Sicherheit mir. Hast du mit Sicherheit aus der Kiste geklaut. Gib die Schaufel zurück. Natürlich hat er die Schaufel nicht fallen lassen. So, jetzt machen wir erstmal wieder hier Licht. Also eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir hier mehr Licht hatten. Okay. Wo geht's denn hier lang? Den haben wir gefunden und wir wollen ihn auch nicht länger behaken. Solange wir ihn nicht wirklich anschauen, passiert uns auch nicht wirklich was. Okay, da geht's nicht tiefer. Da geht's zu uns zurück. Ich müsste eigentlich so eine Höhle finden, wo es nach unten geht. Das wäre halt echt optimal. Ich habe auch schon die Gerüchte gehört, dass das Lava anders fließen soll. Wie ich das jetzt verstehen soll, weiß ich nicht. Eine Kollegin hat gemeint, dass das Lava unheimlich schnell sein soll, neuerdings. Lava gesehen und weg bist du. Können wir denn hier lang jetzt zu unserem Enderman? Nein, hier geht's gar nirgends hin. Auch mal eine lustige Idee. So, langsam verirre ich mich wahrscheinlich. Aber wir werden den Kampf aufnehmen. Aber hier geht's wirklich nicht tiefer. Es geht nicht tiefer, warum auch immer. Es geht eher hoch. Gut, dann werden wir das anders machen. Wir werden jetzt erstmal die Ressourcen hier klauen. Was heißt klauen? Wir beschlagnahmen sie, wir tun sie ja abcraften. Das ist ja zum Eigengebrauch. So. War da noch irgendwo? Ja. Wir nehmen alles mit. Und dann werden wir uns auf jeden Fall begnügen. Und zwar werde ich mal schauen, ob wir uns vielleicht nach unten buddeln können. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber die ganzen Ressourcen nehmen wir auf jeden Fall erstmal da raus. Ich hoffe, dass es hier nirgendwo irgendwo ein Creeper oder irgendwas kommt. Das wäre jetzt zu schade. Meistens kommen die ja dann, wenn wir sie nicht wollen und nicht erwartet. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja, für mich ist es genauso spannend jetzt wie für euch. Also ich kriege schon wieder Panik. Weil ich mit Sicherheit irgendwo zu laut am Rumbasteln hier bin. Ich bräuchte mal eine Uhr, damit ich weiß, wie spät es ist. Das wäre nämlich auch nicht doof. Gut, okay.
Dann hatten wir da hinten, glaube ich, auch noch ein Blöckchen. Gut, das sind ein paar Blöcke mehr. Das ist auch gut. Da freut sich das Herz. Okay. Oh, dann müsste fertig sein, ja. Okay. Wir könnten dann gleich mal anfangen mit Terraforming, das Zeug eigentlich auch zubauen, was wir hier nicht mehr benötigen. So. Damit wir nicht irgendwo steil irgendwo reinfallen. Dann wollten wir, glaube ich, hier noch lang. Ah, hallo. Mit Sicherheit wieder eine mega große Ader an Kohle. Genau so sieht's auch aus. Aber das macht nichts. Wir beißen uns durch noch, haben wir die Spitzhacke fest in der Hand. Ich hoffe, ihr seht was. Das ist ein bisschen arg dunkel gerade. Könnt ihr auch mal Licht anmachen. Ja, also langsam wird sich ein Lagerhaus wirklich lohnen, wenn wir so viel Zeug rausholen aus dem Ding hier. Leider ist es keine richtige Mine. Ich hätte gern so eine alte Mine, so eine Stollen. Wie wir das eigentlich aus dem letzten Mal... Okay, das ist eh Kies, den brauchen wir nicht. Moment, machen wir hier dazu. Hören wir mal hier auch zu. So. Okay, ich glaube, hier ging es dann nach Hause. Ah, ich habe wieder irgendwas gehört gerade. Jetzt sehe ich nichts. Okay. Wir holen uns schnell noch das nette kleine Steinkohle hier. Na, ist ja keine Holzkohle, ist ja kein Holz dran. Oder Kohle. Nee, Steinkohle und Holzkohle gibt's ja, ja, genau. Gibt's auch in der Minecraft-Welt. Finde ich eigentlich eine ganz tolle Idee, dass sie das ein bisschen unterschiedlich gemacht haben. Weil es einfach etwas realistischer wird. Gut, Minecraft ist eh nicht realistisch, aber es macht halt so etwas mehr Spaß, wenn es mehr Details hat. So, langsam müsste auch wieder Tag sein. Die lassen wir mal noch stehen. Also noch weiß ich, wo ich bin. Und das ist schon mal gut. Der Tag hat schon angefangen. Bringen wir schnell die Kohle zurück. Wie immer, ne? Erstmal die Kohle heimbringen. Und jetzt gibt's auf den Latz. Jo, das Eisenerz könnte man eigentlich gleich brennen. Ich glaube, der Ofen war leer. Bin mir nicht sicher. Ofen war leer, ja. So, dann tun wir die gleich brennen. So. Was nehmen wir mit? Wir brauchen auf jeden Fall Schaufel haben wir noch. Erde haben wir keine mehr. Erde müssen wir dann halt suchen. Also suchen, halt abbauen. Der süße kleine Teich, den können wir auch etwas verschönern. Gut, dann tun wir da hinten mal ein bisschen umbauen, sag ich jetzt mal. Ich schwimme jetzt absichtlich nicht rüber, das dauert mir zu lang. Wir laufen halt dann so lang über das, über die Erde hier und über den Sand. Geht doch eigentlich viel schneller. Plupp. Plupp, 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 plupp. Ja, treffen sich zwei Fische. Sagt der eine plupp, der andere sagt auch plupp, kommt ein dritter dazu und meint plupp, plupp, meint der andere zum anderen, komm, wir gehen, ist ein Schwätzer. Aber ich glaube, den habe ich schon gebracht. Aber macht nichts, er ist gut. Die Episode für die schlechtesten Witze. Daumen hoch. Jetzt werden wir erstmal hier alles niederwalzen. Erstmal alles auf eine Ebene packen. Ich habe auch schon ungefähr... so die Idee, wie der Turm aussehen soll oder müsste.
Aber ich muss dann auf jeden Fall Redstone besorgen. Und das bekommen wir ja nur ganz tief unten. Vielleicht könnte man unter dem Turm nach unten buddeln. Und dann eben probieren, dass wir unter dem Turm das Redstone irgendwie suchen. Also müssen wir mal schauen. Erstmal ist es ja noch nicht so weit. Der Leuchtturm müssen wir auf jeden Fall... Oh, da brauchen wir ja Schafe dazu, wegen roter Wolle. Da müsste ich erstmal ein paar Schafe noch züchten. Ja, das wird lustig. Vielleicht mache ich das mit den Schafen mal offline. Dass ihr nicht so genervt seid dann. Eigentlich wollte ich eigentlich nichts offline machen, aber dann wird es vielleicht für euch zu langweilig. Okay, so. Eigentlich steht das halbe Fundament schon. Wir müssten halt hier nochmal den Sand umlagern. Aha, Sandstein. Sandstein brauchen wir eigentlich nicht. Bauen wir nachher auch ab. Mal schauen. Ah. Na klar. Okay, dann machen wir das schnell noch per Hand. Die vier Blöcke hier. Die machen wir mit der Hand auch weg. Wo ist denn mein Sand? Da. Voll sandig heute. Ne, wollte ich immer mal eine Sandburg bauen. Die letzte Sandburg, wo ich gebaut habe, oh je, das liegt, glaube ich, schon lange, lange zurück. Da glaube ich, oder war ich, glaube ich, 10 Jahre alt oder irgendwas. Das war damals noch in Spanien. Am Strand. Ja, wo habt ihr denn eigentlich euren Sommerurlaub verbracht? Wenn ihr wollt, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ist mit Sicherheit auch mal interessant. Natürlich nur wahre Geschichten und nicht wie andere Studentinnen, die einen vorlügen, dass sie irgendwo in Thailand oder Asien waren, obwohl sie zu Hause war. Vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt. Die hat nämlich hingegangen und hat ihre Familie und Freunde verarscht. Sie hat gesagt, sie geht nach Asien irgendwo, war aber in Wirklichkeit zu Hause und hat dann von zu Hause aus überall, also so alles abgeklebt und so, und hat dann so Selfie-Bilder gemacht und den Hintergrund mit Photoshop geändert. Und das ist wohl sehr gut gelungen. Auch hat sie dann mal so ein Pool-Bild gemacht, ja, wo dann das Meer auf einmal da war. Auf jeden Fall, sie war eigentlich im Pool drin. Nachdem sie natürlich noch nicht aufgelöst hatte, dass sie nicht in Asien war, sondern zu Hause, gab es ziemlich arg Ärger, auch eben von den Eltern. Aber okay, sie wollte halt einfach damit beweisen, dass man alles vorgaukeln kann, was so möglich ist.